Wir sind jetzt auf dem Weg zu dem Wald. Für die geeigneten Steinpilze eignet sich meistens die Buche und Eiche. Besser gesagt Eiche. Und wir wissen, wo so ein Wald ist. Und dorthin werden wir jetzt fahren. Und wir sind gleich dort und dann auf dem Weg zum Wald sehen wir uns wieder. Beziehungsweise wir haben das Auto geparkt vom Wald. Jetzt müssen wir uns nur noch zur Stelle begeben, wo wir Pilze finden. Und dank unseres GPS-Gerätes, dank unseres GPS-Gerätes wissen wir, wo wir hin müssen. Da ich zu Hause den Track auf das Gerät übertragen habe, wir sind jetzt auf dem Weg zur geeigneten Stelle und wir sehen uns wieder, wenn wir ein paar Pilze finden. Und dann zeige ich euch, wie die Steinpilze aussehen und wo ihr die finden könnt. Okay, bis dann. Ungefähr 10 Minuten hier im Wald. Ich brauche euch nicht zu enttäuschen. Meine Frau hat schon einen gefunden. Und den will ich euch jetzt zeigen, wie der aussieht. Und oho, pflücke ihn. Das ist unser Steinpilz. Schön. Oh, wie schöne Exemplare. Schaut euch das an. Seht ihr? Da sind noch welche Zettel. So. Die Kamera zeigen. Sehr schönes Exemplar. Was sagt man, wenn ihr das gesehen habt? So. So sieht er aus, der Steinpilz. Er ist hart. Noch mehr und noch mehr. Super. Er ist hart. Unten ist er ein bisschen weiß, wenn er frisch ist. Mit der Zeit, wenn er anfängt zu reifen und seine Sporen ablegen will, dann öffnen sich die Sporen und dieses Weiß ändert sich leicht gelb. Und wenn er noch älter wird, wird das so olivgrün. Aber zeigt die Pilze immer ein, der was davon versteht, weil mit Pilzen macht man keinen Spaß, ne? Nur wenn man sich auskennt. Okay, wir sehen uns später. Also so sieht er aus. Riecht gut. Und Leute, ein kleines Problem. Vor lauter Eifer, um das Video zu drehen, habe ich doch glatt meinen Korb vergessen im Auto. Jetzt muss ich zum Auto zurück, weil wir haben schon eine Menge Pilze gefunden. Und es sind erst 10 Minuten vergangen. Und ohne Korb wird das Sammeln schwer sein. Also dann, ich hoffe, dass noch nicht neue Leute hierher gekommen sind, weil wer zuerst kommt, malt erster. Aber bis jetzt sieht es gut aus. Also dann, wir sehen uns später. Tschüss, euer Mushroom Hunter. Auf dem Weg, oh Scheiße, zum Platz der Pilze. Mit Bewaffnung, ne? Mit Behälter. Where I can put it, the mushrooms. Ziemlich kühl heute Morgen. Ja, aber das wird sich mit der Zeit ändern, da die Sonne schon seine Strahlen zeigt, zum Glück. Aber ich denke, heute wird ein guter Tag zum Pilze sammeln. Solche Wiesen, okay. Beziehungsweise saubere Flächen bevorzugt dieser Pilz natürlich auch, meistens bei Buchen und Eichen. So, dann haben wir einen. So sieht es aus. Wichtig ist, dass ihr den Pilz immer rausdreht,
da das Miliziel Geflecht so am wenigsten zerstört wird. Also immer schön rausdrehen, ja, und nicht abschneiden. Da, wenn ihr den Pilz abschneidet, die Angriffsfläche für Bakterien viel größer wird. Hier haben wir noch ein schönes Exemplar. Seht ihr? So, das ist ein schöner Pilz. Okay, Leute. Und back to the forest. Beim Mushroom Hunting. Ja, wir sind wieder im Wald. Immer die sauberen Flächen schauen, da die Pilze nicht gerne wachsen, wo es chaotisch ist. Mehr so unter der Baumkrone. Unter der Baumkrone. Wo es schön sauber ist, wie zum Beispiel hier. Hier sieht man das gut. Ach, da ist auch ein Pilz. Aber den sammeln wir jetzt nicht. Eine andere Gattung. Ja, und gleich geht's weiter mit Mushroom Hunting. Auch schön. Auch schön, aber jetzt im Moment uninteressant für uns. Wir sind jetzt nur auf der Jagd nach einem Pilz. Beziehungsweise nach 100 Pilzen, aber der gleichen Gattung, und zwar der, auf Deutsch gesagt, Steinpilz, Bolitos edulis. Es gibt auch mehrere Sorten von dieser Pilzart, Bolitos edulis. Im Moment finden wir zwei Sorten, so ganz genau weiß ich auch nicht, wie die heißen, jetzt im Latein. Aber wir sagen hier in Ungarn dazu der Spätsommerpilz und dann gibt es noch den Frühsommerpilz. Der eine ist ein bisschen heller, der Kopf ist ein bisschen heller und der andere ein bisschen dunkler, beziehungsweise fast kastanienbraun, aber auch härter. Und der Stamm ist meistens kräftiger, beziehungsweise fast überein mit der Größe, übereinstimmend mit dem Kopf. Das ist der Frühsommerpilz, Spätsommerbolitos, und das der Spätsommer. Sieht ein bisschen anders aus, aber nicht zu verwechseln mit dem, wo lila wird, ne? Der ist nicht gut. Da kommt schon meine Frau mit noch mehr Pilzen. Oh mein Gott. Hat ein paar Pilze gesammelt. In der Zeit, wo ich am Auto war. Mensch, jetzt kann ich wieder ans Auto gehen. Oh, zeig mal. Oh, wie schön. Ganz schwarz. Oh, wie schön. Das ist ein schönes Exemplar. Mit Schnecke. Sehr schön. Und das ist im Gegensatz die gleiche Gattung. Nur ein bisschen dunkler. Seht ihr, fast kastanienbraun. Okay. Jetzt ziehen weiter. Die dieser Pilz bevorzugt. Hier sieht man es. Eiche. Gute alte Eiche. Und immer schauen. Unterm Baum. Geeignete Plätze sind auch diese, wo so kleine Graben in der Erde sind, mit Moos bedeckt. Ich denke, weil sich dort das Wasser besser sammelt und der Pilz ja 80% aus Wasser besteht. Und dieser Platz bevorzugt wird von diesen Pilzen. So, schauen wir mal danach. Immer wo Moos ist, sind auch gut geeignete Plätze. Auch an so Wegrand
am Wegesrand sind auch sehr geeignete Plätze, da mehr Licht in den Wald einfällt. Hier sind ein paar Parolen. Parole heißen die hier, glaube ich. Ja. Parole. Sag ich euch noch einen Tipp, dass ihr wisst, dass es überhaupt Steinpilze zu welcher Jahreszeit gibt. Die gibt es auch ganz Sommer. Jetzt ist natürlich die Hauptsaison im Herbst. Und meistens sind Steinpilze zu finden, wenn es viel regnet natürlich. Hier sieht man einen Parole. Nein, wie sagt man dazu? Wo Steinpilze zu finden sind, das ist, wenn jede Menge andere Pilze zu finden sind. Das sind zum Beispiel diese Parasole. Das ist jetzt ein kleiner und er riecht ein bisschen nussig und hat hier einen Kragen, den man nach unten ziehen kann, aber nicht zu verwechseln mit dem giftigen. Der riecht immer schön nussig, aber jetzt will ich ja nicht über Parasole reden, sondern über Steinpilze. Ich wollte nur mal andeuten, dass wenn dieser Parasol zu finden ist, dann ist höchstwahrscheinlich auch Steinpilze-Saison. Gerät dient dazu, also es unterscheidet sich jedenfalls von einem GPS-Gerät, das man im Auto benutzt, weil im Auto, das zeigt ja nur den Weg bzw. die Straßen, die man entlang fahren muss, und dieses Gerät ist deswegen anders, weil man kann topografische Karten drauf spielen und ja, das ist gut und so, aber für mich persönlich ist es wichtig, dass dieses GPS-Gerät speichert unseren Startpunkt bzw. unsere Route, die wir im Wald zurücklegen, auf eine Linie, die wir auf einer Karte sichtbar gemacht. Und wenn wir dann zurück zum Auto wollen, dann folgen wir einfach die Linie. Und so finden wir immer zum Auto zurück. Natürlich kann man da auch mehrere Funktionen einschalten, zum Beispiel den kürzeren Weg und so weiter. Aber das ist ja jetzt kein Blog über GPS-Geräte, ich wollte es nur mal so andeuten. Ja, wir sind hier und suchen Pilze. Für die englischen Freunde, we are here, we are searching for mushrooms and we are the mushroom hunters from Hungary. Okay, mein Englisch ist auch nicht das Beste. Ja, Wurscht. Steirisch rede ich auch nicht. Also sowieso diese Steier, wie die reden, ne? Aufi und Obi, das versteht kein Deutscher. Ne? Weil wir sagen ja auf für hoch und oben für oben. Österreicher, ne, nicht. Beziehungsweise Steirer. Die sagen Obi. Obi für unten. Die sind ja total verkehrt. Ne? Sie sammeln zum Beispiel festes Schuhwerk bzw. wasserundurchlässig. Früher haben wir ja Gummistiefel benutzt, aber Gummistiefel sind gut, sehr gut wasserabweisend und so, aber so 10 Kilometer in Gummistiefel laufen ist nicht so gesund und auch nicht so gut. Deswegen bevorzuge ich persönlich solche Wanderstiefel, die zeig mal, wasserundurchlässig sind. Meine Frau hat schon eben einen schönen Pilz gesammelt, zwei Stück sogar, den will ich jetzt zeigen. Oh, schöne Exemplare, ganz frisch. Oh, wie schön. Politos edulis. Das sind zwei schöne Exemplare, knackig und frisch.
wie meine Frau natürlich. Okay. Super. Hier sind ein paar schwere Fische. Die sollte man nicht essen, obwohl sie sehr schön sind. Ja. Jemand hat mir mal gesagt, diese Pilze kann man wohl essen. Ein bisschen blättrig, ein bisschen Moos, ein bisschen blättrig. Und so, diese Ecke ist ganz gut. Ja, jetzt nicht, aber meistens. Ja, ein bisschen älter, aber noch im guten Zustand. Ne? Ja, wie im Dschungel. Und that's are the good place. Ah, ich sehe schon einen. Also, solche Plätze müsst ihr suchen. Hier könnt ihr welche finden. Und ich glaube, ich bin voller Schokolade, aber ich glaube, ich habe recht, ne? Hier haben wir ein schönes Exemplar. Ein Bolitos edulis wieder. Hier rein. Also immer schön drehen, nicht abschneiden. Viele machen den Fehler, habe gerade mein Frühstück zu mir genommen, dass sie den Stängel abschneiden. Und das ist nicht gut, weil da, wenn der Stängel abgeschnitten wird, die Angriffsfläche für Bakterien sehr groß wird, da der Pilz eigentlich nicht ober der Erde wächst, sondern unter der Erde. Das Mini-Myozyl-Geflecht. Und der Pilz eigentlich nur die Frucht ist. Ja. Wie der Pilz aufgeschnitten aussieht. Wenn er ein bisschen älter ist, ist die Bohrung schon ein bisschen gelb, leicht olivgrün. Und am besten sieht man, wenn man den Pilz die zwei Hälften schneide, diesen schönen, prachtvollen Kerl. So, die zwei Hälften schneide. Wie ihr seht, diese rote Färbung ist jetzt nicht vom Pilz, sondern von diesem billigen China-Messer, glaube ich. So sieht er drinnen aus. Dieses Geflecht vom Poren ist jetzt leicht olivgrün. Am Anfang noch gelb. Jetzt schneide ich einen knackigen auf. Der ist noch nicht grün. Und normalerweise ist der noch schön weiß. Und hier sieht man das. Und hier noch nicht grün, schön weiß. Der typische Geruch von Nuss und Maronen. Einfach einzigartig. Für so eine große Spürnase sofort merkbar. Okay, wir gehen jetzt weiter. Ich wollte euch das nur zeigen. Wir sind in Ungarn, in Vasmegye. Meine Frau hat wieder einen schönen Pilz gefunden, den ich euch zeigen möchte. Schaut da. Ein sehr schönes Exemplar. Das ist ein Bolitos edulis. Das ist der Fliegenpilz. Nicht essbar, sehr giftig, aber sieht schön aus.
Ja. Und also wie ich Pilze sammle. Bei mir fängt das alles beim PC an. Am PC. Ich schaue mir erst bei Google Earth die geeigneten Wälder und die Sicht des Vogels an. Und wenn ich einen geeigneten Bäume erreichen, dann tue ich mir einen Track aufzeichnen und den übertrage ich auf das GPS-Gerät. Und dann bin ich meistens fündig. Mache ich das. Ich habe mir jetzt einen Track draufgeladen, der ungefähr 10 Kilometer lang ist, weil wir jetzt einen neuen Abschnitt wollen wir vom Wald erforschen. Und umso mehr Plätze man kennt, umso mehr Pilze findet man. Und so viel Regen hat es nicht gegeben heute Abend, beziehungsweise gestern Abend. Aber es ist schon möglich, Pilze zu finden. Eigentlich schön. So sehen die aus. Inkognito. Schönes Exemplar. Ja. Schön gesund und knackig. Und wieder mal die Eiche. Immer neben der Eiche. Das ist immer so. Eiche. So sieht ein Eichenblatt aus. Glaube ich. Hier haben wir ein altes Exemplar. Ja, das ist nicht mehr so gut, aber schön. Ein Riesenapparat. Den lassen wir hier. Das seine Sporen legen wir hin. Und dann kann seine Sporen neue. Manchmal finden wir auch Pilze unter den Blättern, die wohl noch jung und klein sind. Schauen wir mal. Das ist wieder ein optimaler Wald für diese schönen Steinpilze. Und da sind auch welche. Und was für schöne. Oh, das sind die Riesenexemplare. Oh, wunderbar. Naja, ein bisschen alt, aber nicht schlecht. Nicht schlecht. Und da noch einer. Da vorne steht noch einer. Ja, schön. Der ist schön knackig. Ja, der ist schön. Schön. Und nach diesen Bäumen musst ihr suchen, wie schon so oft gesagt. Das sind Eichenblätter. Und wo dieser Baum vorkommt, könnt ihr meistens Steinpilze finden. Wunderschön. Ja? Ganz jung. Jung und knackig. Zeig. Aha. Super. Thank you.
schöne Pilze. Das sind schöne Baumpilze. So langsam sind wir am Ende mit unserer Pilzetour. Doch bis dahin noch ein paar von diesen schönen Steinpilzen, die wir sammeln. Ich hoffe, dass ich euch ein paar gute Tipps und Anregungen gegeben habe fürs Pilzesammeln. Ich sage euch, passt aber auf, lasst euch die Pilze von einem Fachmann überprüfen, weil Giftpilze sind nicht so gut und spaßig, weil ich habe gehört, das hat mit viel Schmerzen und im schlimmsten Fall mit dem Tod zu tun. Also lasst die Pilze überprüfen vom Fachmann oder informiert euch gut. Und überstürzt nicht. Verbergen sich in Gräben, wo sich das Wasser sammelt. Wie auch hier, der Beweis. Schöne Exemplare. Und noch ein Tipp. Wo es ein Pilz gibt, gibt es auch mehrere. Und dort habe ich auch welche gesehen. Ja, okay. Manche haben einen etwas längeren Stängel, aber aufpassen, weil das ist nicht immer der Fall. Meistens sind sie klein und dicke Stängel. Bloß wenn das, wie sagt man, das Untergeflecht bzw. die Blätter sehr hoch sind, kann es passieren, dass der Stängel auch sehr groß wird. Meistens ist der Stängel viel kleiner. So, ein paar haben wir wieder gesammelt. Das zum Beispiel ist kein guter Pilz. Aber ruhig hier lassen. Und Pilze braucht man nicht um auch schlechte Pilze soll man nicht umwerfen oder zertrampeln, weil die Pilze sind ja in, ja, wie sagt man, sie sind mit einem Baum in einen Kreislauf. Sieht aus, als hätten wir wieder einen guten Platz gefunden. Ja. Und oh ja. Aha. 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 Sehr gut. So. Schön. Werde ich wohl auch einen Pilz pflücken. Ja. Seht ihr? Und wieder die Eiche. Wie ich euch gesagt habe. Das ist ein Big Papa. Ein Riesenpilz. Ne? Oh, schön. Dein Korb ist ja schon fast voll. Ho, ho, ho. Oh, da ist noch einer. Ich bin so mit dem Film beschäftigt, dass meine Frau hat glatt mehr Pilze gesammelt als ich. Nee. Wir finden gleich viel. Na, der ist schon ein bisschen alt. Lass ich liegen. So, und immer. Also nie so hinlegen. So, sondern so hinlegen. So, meine Frau rennt schon und sieht schon den nächsten. Das ist eine andere Gattung, aber auch Politos edulis, aber die Spätsommergattung. Ja, das ist ein geeigneter Platz. Deswegen erkennt man es ja nicht.
verloren. Und jetzt ist das... Jetzt ist der Teil mit dem Funkgerät. Da rufe ich sie einfach. Moki, hohe Weizivam. Ah, okay. Ich habe Ungarisch geredet und meine Frau sagt, sie sieht mich schon. Ich sehe sie nicht, bestimmt hat sie meine großen Ohren gesehen. Das kann sein. Ich sehe sie noch nicht. Aber, ah, doch, da hinten kommt sie schon. Also deswegen ist es gut, immer ein CB, ein Funkgerät mitzunehmen. So kann man viele, viele, wie sagt man, unangenehme Seiten des Pilzesammelns verbergen. Okay Leute, das war's mit dem Pilzesuchen für heute. Wir haben den 8. Oktober 2012. Ich hoffe, ich habe euch ein paar Tipps gegeben. Die Tipps sind persönlich von mir, was ich in der Regel selbst erlebt habe. Und deswegen wollte ich euch helfen, leichter Pilze zu sammeln und zu finden. Und ich hoffe, mit diesem kleinen Video habe ich euch ein bisschen Freude bereitet und ein bisschen Ambition fürs Pilzesammeln gegeben. Meine Frau ist auch schon da zum Glück und wir sehen uns. Und bitte tut mich abonnieren und Finger hoch, wenn euch das Video gefallen hat. So, das ist wieder so ein Platz, den wir gefunden haben. Das ist wieder optimale Bedingungen. Sonnig, Moos und natürlich die Bäume, die Eichenbäume. Moos ist zum Beispiel auch wichtig, denn wo Moos ist, ist was los. Ne? So sagt man das. Moos ist was los. Nein, aber ganz im Ernst, meistens wo Moos ist, sind auch Pilze. Ist schön sonnig, die sonnige Seite wie immer. Und hier müssten wir eigentlich Pilze finden. Also ich habe das schon im Gespür, dass wir hier gleich Pilze finden. Meine langjährige Erfahrung sagt mir, wir finden bald welche wieder. Ja, mal schauen, ne? So, ja. Und? Kommt gleich, kommt gleich. Ja, ja, ja. Wo seid ihr, Pilze? Sind die? Wo seid ihr, Pilzis? Ich habe die Kamera ausgemacht und sofort hat meine Frau welche gefunden. Wo? Oh, schön. Klein. Oh, da ist noch einer. Da? Und da? Und da? Schau. Ich hab's euch gesagt. Hier. Schön knackig. Knusprig. Ja? Was?
Ja, spontan. So, und jetzt fängt es wieder an. Seht ihr? Ich hab's euch gesagt, hier sind Pilze. So, suchen wir weiter. Und wieder Pilze. Schön. Und ihr müsst euch merken, wo ein Pilz ist, sind auch mehrere. Deswegen immer gründlich mehrmals nachschauen. Mehrmals die Stelle absuchen, wo ihr welche gefunden habt. Da in dem Bereich noch kleinere Pilze noch vorhanden sind. Schön gründlich, langsam. Nie hektisch. Man darf nie hektisch durch den Wald rennen, weil, wie man sagt, nicht nur schauen, man muss auch sehen. So, das ist wieder ein idealer Platz, um Pilze zu finden. Und ich sehe schon einen. Ihr seht den wahrscheinlich noch nicht, aber so sieht der aus. Ja? Eine schöne Sorte. Und dann lohnt es sich noch nebendran ein bisschen zu wühlen und zu schauen, weil meistens sind ja noch mehr. Und dann schaue ich mal. So. Drumherum. Drumherum schauen. Gründlich. Ja. So. The Mushroom Hunter, so sagt man hier. Viele Leute leben davon zum Beispiel, weil hier gibt es sogar Pilzannahmestellen. Da kann man Pilze sammeln. Und da gibt es so Annahmestellen. Ja, die geben dafür Geld sogar. Ja, da gibt es zum Beispiel so Sammelstellen. Da tut man die Pilze putzen. Da kann man sie hinbringen. Dann werden sie geprüft und aussortiert auf erste Qualität, zweite Qualität. Und dann kriegt man Geld dafür. Und viele Leute, viele Rentner leben davon. Ja, letzte Woche zum Beispiel haben wir auch so viele Pilze gefunden. Die ganze Nachbarschaft, meine Eltern, jeder hat nur Pilze gegessen. Und es war so viel, wir wüssten gar nicht mehr, was wir machen könnten damit. Und haben sie ja dann auch verkauft. War gutes Geld. Und man kann sie natürlich auch trocknen. Das ist aber schwer um diese Jahreszeit. Und, oder auch abfrieren, gefrieren in der Tiefkühltruhe. Ja, aber wenn die Tiefkühltruhe voll ist, dann ist sie voll. Ne? Manchmal, wenn man ein bisschen vom Weg abkommt, dann ist es ein bisschen heiter werden. Aber das gehört dazu, ne? Zum Mushroom Hunting. Schauen, ob das genug stabil ist. So.
stabil genug. So, jetzt gehe ich da runter. So. Und dann hier durch. So. Und dann geht man hier durch. Oh, und meine Frau steht schon da. Oh, ich nehme immer den schweren Weg. Oh, scheiße. Naja, aber hat was von Bill Grylls. Dieses Pilzes. Man sieht es sofort. Mit Moos. Und Eichen. Wie immer. Alter, was? Boah, ein Riesenvieh. Sein. Boah, ein Riesenapparat von Pilzen, eine Anhaufung. Aber leider nicht. Wieder angekommen. An meinem Platz. Schön knackig und kräftig. So, jetzt sind wir auf dem Heimweg und das GPS-Gerät zeigt uns an, dass wir nicht mehr weit vom Auto entfernt sind. Und zu Hause, es ist der Weg, glaube ich, wird, ja, da ist das Auto, und nicht mehr weit. Schon gesagt, auf dem Weg zum Auto, meine Frau hat noch Glück gehabt, hat noch ein paar Pilze, noch ein bisschen Finale gefunden. Schön. Hi. Ganz alleine. 3, 4 Stück auf einen Haufen. Das ist ein Tripler. Oh, schönes Finale, oder? Ein Trippeldecker. Oh, schade. Egal, es ist hier nur ein Trippeldecker. Zeig mal. Wow. Ein schönes Exemplar. Ein Trippeldecker. Schön. Und hier noch ein. Nein, Giftpilz. Aha. Der Giftpilz hat sich eingeschlichen. Deswegen immer aufpassen.
Okay, kannst du noch? Nicht schwer. Schwer? Ja. Zeig mal. Wie viele Pilze hast du gesammelt? Oh, wunderschön. Wie viel Kilo? Das Resultat der heutigen Pilzaktion. Oho. Ja. Und ein schwerer Korb aussortiert. Mit Erstqualität. Erste Qualität, ne? So, was wär's?